In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: nicht siebenmal, sondern 77-mal. So heißt es im Matthäusevangelium. 77-mal verzeihen. Boah, Wahnsinn. Soll das heißen, dass man letztlich alles hinnehmen muss, was einem geschieht? Dass man alles letztlich erdulden muss, immer wieder neu verzeihen. Was ist hier mit gemeint? Man muss sehen, wenn mir etwas passiert, dann hat das ja eine äußere und eine innere Seite. Und hier geht es, denke ich, Jesus um diese im Inneren zersetzende und vergiftende Kraft, die irgendwelche Geschehnisse in uns auslösen. Also diese Wirkung, die auch eine Tat, die wir erleiden, die wir erfahren hat, die aufzubrechen, diese vergiftende und zersetzende Kraft, da wo es wirklich, ja, wo ich verletzt bin. Das ist das, was hier gemeint ist. Nach außen brauchen wir natürlich ein Ringen und einen Kampf um Gerechtigkeit, das ist keine Frage. Aber es ist sinnlos und leer, sich aufzulehnen oder sich zu wehren, wenn eine innere Wirkung außen vor bleibt, wenn also innerlich dann diese gefühlte oder erfahrene Aggression in mir weiter zu einer vergiftenden und zersetzenden Kraft wird. Und wir kennen das, ne? Weil wir steigern uns ja letztlich durch erlittenes Unrecht gegenseitig dann immer wieder in neue Aggressionen und Vorwürfe. Und das ist dann so ein Ping-Pong-Spiel, was durch unser Leben sich vollzieht. Manchmal geht das schon seit Generationen so. Ich erlebe das hier manchmal, diese Verbitterung immer Generationen, die eigenen kultivierten Verletzungen. Und manch einer geht dann schon in die Vorwärtsverteidigung, greift lieber mal an, bevor er wieder was Neues erleidet. Ja, und da ist die Frage, wie kommen wir da raus aus dieser zersetzenden Kraft? Wir feiern in diesen Tagen ein spannendes Marienfest. Der 15. September ist das Fest der Schmerzen Mariens. Klingt jetzt sehr dramatisch, ist aber sehr spannend. Es geht also darum, wie Maria Anteil genommen hat am Weg Jesu bis unterm Kreuz und wie sie das selber eben empfunden hat, ihre Trauer darin. Und ein spannendes oder ein schönes Kunstwerk, was daraus entstanden ist, ist ja die Pietà. Ist übrigens im Kölner und im Erfurter Raum im 14. Jahrhundert entstanden. Beide Städte waren geistlich sehr, sehr verwandt und Menschen haben sich da rein empfunden und dieses Bild ist daraus entstanden. Also Maria als der mitfühlende und der trauernde Mensch, das, was sie erleidet oder was sie sieht, das geht bei ihr nicht in die Aggression, sondern erst einmal, sie lässt das alles an sich ran. Und es gibt tatsächlich dabei dann diese erlösende Kraft des Schauens, wenn ich das Leid wahrnehme und eben selber auch innerlich erleide. Das heißt, mein Innerstes von dem Leid berühren lassen. Und auch da, wo es weh tut, wo es eben in die Trauer führt, das ist ganz wichtig, erst einmal diesen Weg zu gehen. Das heißt nicht Leid jetzt suchen oder Leid gutheißen, um Gottes Willen, sondern den Weg ins Dunkel wagen, wo ich das sehe, boah, das hat mich verletzt, das berührt mich in der Tiefe, ja, diesen Weg in meinem Herzen dann auch gehen, das anschauen, das zulassen. Wie gesagt, ein dunkler Weg, ein schwerer Weg, aber hier beginnt der heilsame Weg. Denn das andere wäre, dass Leid bei uns dazu führt oder auch verdrängte Trauer eben zu Wut, zu Hass, zu Rachegefühlen und auch zu diesem zersetzenden Selbstmitleid. Das führt zu nichts. Da werden die Wunden nur offen gehalten. Nein, der Weg führt, das zeigt uns Maria, in die Trauer, in das Dunkel, im Durchleiden. Ich lasse es an mich heran, aber ja, in dieser leidenden Liebe wird das dann tatsächlich von der Kraft Gottes berührt. Das ist paradox. Es ist ja eine totale Passivität und Ohnmacht. Aber genau da geschieht in uns etwas Heilendes. Also an erster Stelle bei allem, was wir wahrnehmen, was wir erleiden, die Trauer zulassen, mich also positiv in das Leid begeben, also aktiv, ne? Das ja, zulassen durch Leiden. Und
Das gilt für so verschiedene Bereiche, wo wir merken, da macht uns eigentlich etwas traurig. Nehmen wir den Zustand unserer Gemeinden. Ne? Dann stellen wir jetzt fest, nach Corona, hier gibt es keine Messdiener mehr da. Wird immer gesagt, ja, wer ist da schuld? Wer kümmert sich zu wenig? Wer macht hier zu wenig? Ich kann diesen Scheiß ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wer macht hier zu wenig? Ja, sondern erstmal, lass mal doch traurig darüber sein, dass wir die Menschen so nicht erreichen. Da ist nicht jemand schuld, der zu wenig macht, sondern das ist erstmal einfach so da und wahrzunehmen. Oder ja, ein Blick auf die Klimakrise. Im Moment richten sich so viele Aggressionen auf die Klimaaktivisten. Völliger Schwachsinn. Lassen wir doch mal zu, dass das einfach schlimm ist, was wir gemacht haben. Dass es schlimm ist, dass Arten aussterben. Dass das traurig ist, wie Natur zerstört wird und Schöpfung. Wir müssen daran leiden und nicht unsere Aggression jetzt gegen die wenden, die uns darauf aufmerksam machen. Das führt zu überhaupt nichts. Nein, Trauer ist angesagt. Trauer ist angesagt statt Aggression. Es geht hierbei nicht, das ist mir ganz wichtig, ohne Passivität, sondern dieser Weg durch die Trauer, durch das Leiden an der Wirklichkeit, das schafft einen inneren Freiraum. Und das meint Jesus mit dem 77 Mal verzeihen. Also nicht in die Aggression, sondern immer wieder diesen inneren Freiraum erfahren, wo dann tatsächlich, ja, schöpferisch Gottes Geist sich seinen Raum schafft. Da in diesem scheinbar so dunklen Tunnel, diesen dunklen Weg, da bricht etwas auf und das führt dann zu einer inneren Freiheit, dass wir dann positiv gestalten können. Die Schöpferkraft Gottes zulassen. Immer wieder, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist ja mit dem Verzeihen gemeint, nicht ein Ungeschehen machen, ne? Das gibt es ja nicht. Der schöpferische Geist Gottes, diese Kraft des Neuanfangs, was in der Schöpfung von Anfang an drinsteckt. Wir haben übrigens jetzt in diesen Tagen oder am heutigen Sonntag eine große Heilige, die genau immer das betont hat. Die Hildegard von Bingen, vor 925 Jahren ist sie geboren worden. Die hat immer wieder davon gesprochen, dass der Mensch entfremdet ist, wo er sich dieser inneren Schöpferkraft nicht stellt, wo er an diese ja, durchaus verletzbare Stelle nicht kommt. Es gibt da einen tollen Text, die Klage der Elemente. Das ist prophetisch, als wenn Hildegard unsere heutige Klimakrise sehen würde. Da schreibt sie, die Elemente, also die Geschöpfe, sagen, wir können nicht laufen und unseren Weg demgemäß vollenden, wie unser Gebieter uns bestimmt hat. Denn die Menschen stürzen uns mit ihrem bösen Wirken um, wie mit einer Mühle. Daher stinken wir vor Pest und vor Hunger nach der Gerechtigkeit. Auch die Grünkraft welkt wegen des ungerechten Aberglaubens der verkehrten Menschenmassen, die jede Angelegenheit nach ihren Wünschen bestimmen und sagen, wer ist denn schon jener Herr, den wir nie gesehen haben? Also programmatisch, ne? Der von sich selbst und von Gott entfremdete Mensch und deswegen das Ganze, was da schief läuft. Ja, deshalb lassen wir uns in die Mitte unseres Herzens führen, da wo etwas aufbrechen kann, wo wirklich die Freiheit zum steten Neuanfang ist. Diese berührbare oder sich berühren lassende und empfindsame Liebe. Ja, und das ist das Paradoxe, ne? Diese dann auch Empfindsamkeit, diese Trauer in allen möglichen Bereichen des Lebens, die hat wirklich eine ganz befreiende und schöpferische Kraft. Amen.